Mr. President, die Lage ist sehr ernst. Es gab heute ein schweres Erdbeben im Nordosten von Japan. Das Fukushima Daiichi Atomkraftwerk ist in einem kritischen Zustand. Es gibt eine Tsunami-Warnung. Wenn wir es nicht schaffen, die Spannung wieder aufzubauen. Eine Kernschmelze. Aber das heißt ja... Um das zu verhindern, ist es notwendig, etwas Druck abzulassen. Jemand muss in den kontaminierten Reaktor und das Venting manuell durchführen. Es wird Strahlung freigesetzt. Wir müssen entscheiden, wer reingeht. Wer sich freiwillig melden will, hebe bitte die Hand. Ich werde gehen. Ich werde auch gehen. Deswegen. Ich auch. Die Menschen hier riskieren ihr Leben. Entscheiden Sie sich, verstanden? Der Sicherheitsbehälter könnte jederzeit bersten. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Und ich würde alles dafür machen, um diese Gegend zu retten.